In diesem Video geht es um die aktuell verwendeten ADA-Farben bei Niederspannung. In Altbauten können diese Farbkodierungen teilweise bis komplett abweichen. Bei einem dreiadrigen Kabel ist die braune Ader in der Regel als Außenleiter oder als geschalteter Außenleiter ausgeführt. Früher wurden Außenleiter auch als Phasen bezeichnet. Die blaue Ader ist in der Regel der Neutralleiter oder umgangssprachlich auch Null genannt. Die grün-gelbe Ader ist der Schutzleiter oder umgangssprachlich auch Erde genannt und darf in keinem Fall in den Stromfluss einer Schaltung eingebaut werden. Er wird nur zum Ableiten von Fehlerströmen genutzt. Bei einem fünfadrigen Kabel kommen eine graue und eine schwarze Ader hinzu. Bei Drehstrom, wie zum Beispiel bei einer CEE-Steckdose, wird in der Regel die braune Ader als L1, die schwarze als L2 und die graue als L3 genutzt. Die Belegung der drei Außenleiter ist allerdings nicht vorgeschrieben und kann daher variieren. Sofern ein fünfadriges Kabel nicht für Drehstrom genutzt wird, können die beiden zusätzlichen Leiter auch als geschaltete Außenleiter verwendet werden. Dies ist zum Beispiel bei einer Wechselschaltung meistens der Fall. Obwohl die Verwendung der einzelnen Adern somit teilweise vorgeschrieben ist, sollte man immer vor dem Arbeiten an elektrischen Anlagen den korrekten Anschluss der Adern kontrollieren. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video.